Zum einen gibt es hier diese große Installation, dann gibt es hier eine Installation mit kleineren Einzelwerken. Die Idee, das zusammenzuzeigen, war eigentlich die Idee, dass man eine Arbeit hat, die sozusagen auf so einer Makroebene funktioniert, auch inhaltlich, weil sie sich auf die Struktur von Galaxien im entferntesten Sinne bezieht. Und man hat hier so Mikrostrukturen, die vielleicht eher kristallin funktionieren und vom Maßstab her auch als Skulptur ganz anders sind, viel, viel kleiner wirken und in diesen Vitrinen auch so was Introspektives haben. Vielleicht so ein bisschen an Reliquienschreine oder sowas im entfernteren Sinne. Ja, das ist was mich die letzten Jahre sehr beschäftigt hat. Der Hintergrund von Religion in unserer Kultur und auch in unserem Weltbild, die wird ja extrem herausgedrängt aus unserer Kultur. Das ist ein Zeitgeist, der gerade versucht, das aus allen Bereichen herauszudrängen, im Sinne der Aufklärung, was auch, glaube ich, so im Mainstream immer als sehr positiv gesehen wird. Ich sehe das eigentlich gar nicht als so positiv an. Und zeigt eben, dass wir sozusagen in ein Zeitalter der totalen Aufklärung eigentlich gerade hineinkommen, die dann eigentlich wieder reaktionär wirkt. Die Wissenschaft ist ja die Ersatzreligion unserer Zeit geworden. Und man könnte eigentlich alle wissenschaftlichen Begriffe wieder auf eine religiöse Wurzel zurückführen. Also ich würde sagen, also wenn die Aufklärung spricht von der Vernunft, da könnte man sagen, da hat das Christentum vom Heiligen Geist gesprochen. Oder wenn man so ein schwarzes Loch anguckt, ist es ja auch so wie das Ende der Welt oder die Hölle, in der alles verschwindet und alles zu nichts wird. Was heißt denn überhaupt verstehen? Also was wollen wir denn verstehen oder was können wir überhaupt verstehen? Und oder müssen wir überhaupt immer alles verstehen? Und zurzeit ist die Kunst in so einer Situation, wo sie sehr viel erklären möchte. Und ich möchte das eigentlich gar nicht. Also ich möchte mit meiner Kunst gar nichts erklären. Licht ist halt interessant, weil es als Material der Übergang vom Nichts zum Material ist, sozusagen. In der Physik ist Licht ja auch ein großes Rätsel, weil man nicht weiß, ob es Materie ist oder nicht. Also, oder ob es eine Welle ist oder Materie. Es verursacht sehr viele Probleme in der Physik und in der Erklärung der Welt eben das Licht, weil es anscheinend ambivalent funktioniert. Als bildhauerisches Material ist es auch interessant, weil es eben an der Grenze zwischen Materie und Nicht-Materie ist. In der Schöpfungsgeschichte ist es ja auch sozusagen das Erste, was passiert ist. Es werde Licht, also es ist sozusagen wie der Übergang aus dem Nichts in die Materie. Das geschieht über das Licht. Also vielleicht ist alles, was nach dem Licht kommt, nur noch eine Verdichtung und eine Verfeinerung des Lichts oder so. Die Uhren. Für die schäme ich mich ja immer ein bisschen. Also das finde ich aber auch gut, weil die so ein bisschen doof sind. Aber das finde ich gut an denen. Die sind so ein bisschen, ich mag die, das ist halt eine sehr energetische Arbeit, die ganz anders entstanden ist auch als die Arbeiten hier drüben, die vielleicht eher so fein und subtil funktionieren. Es ist so, dass ich am Anfang ganz viele große Installationen gemacht habe. Also eigentlich ist erst das schwarze Loch da und dann gibt es die kleineren Sachen. Weil ich irgendwie auch mit den großen Installationen an so eine Grenze gestoßen bin. Also man hätte die immer weiter und immer größer bauen können, aber es ist natürlich die Frage, ob das dann besser wird dadurch. Und deswegen gibt es sozusagen einen zweiten Strang in der Arbeit und das sind diese Vitrinen, die vielleicht eher sich nach innen konzentrieren und die im Grunde auch sehr ähnlich funktionieren wie die Rauminstallation, nur dass sie ihren eigenen Raum haben, nämlich die Vitrine. Wenn das jetzt nur alles dieses Neon wäre, wäre das extrem kalt. Und also so kalte Sachen sind was mich nicht so interessiert, weil ich denke, davon sind wir so die ganze Zeit umgeben. Also ich versuche irgendwie so eine Grenze zu finden zwischen dem Kalten und dem Warmen. Also wenn es zu warm wird, wird es auch irgendwann halt kitschig und komisch, aber also wir sind ja umgeben von so einer industrialisierten
von Umwelt eigentlich, die überall eben diese technischen Standards hat. Das ist genau wie der technische Standard in der Architektur und überall in unserer Umwelt ist sozusagen das Äquivalent zur Erklärung in der Kunst. Alles wird aufs Materielle zurückgeführt und ist messbar und so weiter. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, irgendwie diesen alten Ramsch auch so rauszuziehen. Wir waren heute in so einer Brasserie hier in der Innenstadt und die war so schön aus den 70er Jahren original erhalten und wir waren alle so froh da drin. In Deutschland würde man alles alle 3 Jahre rausreißen und wieder was Neues einbauen, weil man denkt, man verbessert sich irgendwie in irgendeiner Form. Und ja, deswegen mag ich irgendwie diese alten Sachen, auch wenn die vielleicht so ein bisschen peinlich sind oder komisch.